Na, ihr Lieben, willkommen zurück. Bla 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 macht der Josh. Bla bla bla, weiter geht's. Und unsere Aufgaben sind, gehe in dieser Folge in die Bar. Zerbricht die Dartscheibe. Hol das Spielzeugboot. Sorge dafür, dass der alte Mann auf seinen Hintern fällt. Lass dich mit einer Blume was auszeichnen. Oh, letzte Folge ein Schleifchen, jetzt sogar eine Blume. Klau ein Glas. Das G, was ist das für ein G? Und wirf es in den Kanal. Decke den Tisch. Den Kanal haben wir letzte Folge schon gesehen, ne? Bonjournchen, hallo. Hey! Hey! Oh, ich kann seine Schuhe auf jeden Fall anvisieren. Müssen wir ihn erst rauslocken, bis wir reinkommen? Ah! Oh. Haha. Meinst du, so wird man reingetragen? Ja. Entschuldigung, ich habe einen Brief für Sie. Hier, bitte. Komm mit hierher. Komm ich da mit rein? Ja. Jetzt rein da. Ah, da kann nur einer rein. Ich kann in der Box laufen. Ja, los, Shit. Rein in die Box. Ob das hat er gesehen, meinst du nicht? Einhändig? Er darf es nicht sehen, ne? Aber warum fässt er sie überhaupt schon an? Ja, geh raus da. Aber so kommt man rein. Aber warum macht er das in the first place? Das ist der Lieferdienst. Ja, nein, aber warum nimmt er die Kiste überhaupt hoch? Geh rein. Da drinnen. Kann ja nur einer rein. Er fässt jetzt halt die Box an und dann lässt er sie wahrscheinlich wieder fallen. Jetzt ist es okay, oder ist okay? Ja, weil er dich nicht gesehen hat. Ja, aber davor hat er sie auch gesehen, hat sie trotzdem hochgehoben und sich dann noch gewundert. Ja, und dann sie weggeworfen. Ja. Weil er hat vorher dich reingedingsen sehen. Jetzt muss ich nur... Geh in die Bar. Jetzt muss ich warten. Ja, ich kann wahrscheinlich kann ich jetzt von innen ablenken. Guck mal, ich glaube, da rechts kann man schon runter, das habe ich schon gesehen. Aha. Aussteigen. Ah, ich bin hier raus. Lassen Sie mich hier aus. Ich komme hier nicht aus. Warte ich? Nein, ich lass mich doch einfach auch reintragen. Ja, aber guck mal, ich kann, wenn ich ihn jetzt ablenke. Können wir unter die Treppe? Yes. Jetzt wohnen wir hier. Hallo. So, jetzt gehen wir erstmal gucken. Ja, hier geht's hinten lang. Komm mal mit. Wir müssen uns so von dem Typen fernhalten. Ich weiß nicht, wo ich bin. Nee, bleib gerade. Nee, man läuft gegen eine Wand einfach. Hä? Immer geradeaus? Nee. Ah, man kann aber ziemlich weit runterlatschen dann. So, Bonjournchen. Hallöchen, die Dame. Ringwettbewerb. Oh, Dartscheibe zerbrechen. Wahrscheinlich darf er nicht, muss er total schlecht spielen oder so. Okay, was ist das? Hier geht's weiter wahrscheinlich. Okay, der erschreckt sich nur. Was macht das ihr? Besteck. Was war mit dem Besteck? Sollten wir irgendwie den Tisch stecken? Dartscheibe zerbrechen, Spielzeug. Boot, Mann auf den Hintern fällt, ist der alte Mann. Ist, oh, das ist der mit der Mütze, oder? Ja. Auszeichnend, klau ein Glas und wirf es in den Kanal. Decke den Tisch. Okay, Messer, Gabel, Teller, Pfeffer. Aber welchen Tisch? Den hier? Irgendeinen. Wahrscheinlich woanders. Also erstmal. Erstmal auf das gucken, was wir haben. Oh, ich weiß was. Was denn? Oh, lass dich mit einer Blume auszeichnen. Ja. Mach mal deine Federn. Ah, wie ist eine schöne Gans? Nee. Aber du bist auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Sie finden dich sehr, sehr niedlich. Ah, ich soll mal das mal was dir zeigen. Flattern? Hier vorne! Ha! Was ist auszeichnen? Einfach hingeworfen. Kannst du jetzt essen? Nice. Die wissen wenigstens, hier eine gute Gans zu bedienen. So.
Das ist nicht, verstehe ich, es sind halt so viele Tische. Echt, halt wirklich. Ja, es gibt bestimmt einen speziellen. Glaube ich, das mal, ist da immer so ein. Guck mal, nochmal runter, da links unten. So, das Glas sollten wir in den Kanal werfen, oder? Ja. Ist damit der Kanal gemeint, wo wir herkamen? Ja. Okay. Da drüben geht's rüber. Da ist der Tisch, ich sehe den Tisch. Welchen Tisch? Auf der anderen Seite ist der Tisch. Okay. Müssen wir hier durch dann wahrscheinlich, oder? Nee, da oben ging's rum. Oh, oh. Jetzt hab ich's kaputt gemacht. Ja, aber ich will mal gucken, was hier oben ist. Ja, du musst auch auf mich warten. Deswegen konnte ich es dir nicht zeigen. Los, jetzt komm mit. Hier drüben geht's rüber. Und da unten sehe ich den Tisch da. Ah, ja, mit der Tischdecke, ja. Hier ist das Boot. Und was sollten wir mit dem Boot machen? Es holen. Ah ja, guck mal, Wasser. Jetzt mal. Das ist genau wie der Hund meiner Eltern. Guck da und so. Ja. Nein! Es holen. Ah ja, okay, das reicht schon, okay. Das hat mich inspiriert. Versteck's unter. Hehehe, ja. Finden sie's nie. Oh nein, kleine Timo wird weinen. So, wie kommen wir denn zu dem Tisch? Hier ist man safe, glaube ich. Hm. Es gibt unendlich Gläser, ne? Ja. Aber das Glas muss eh nach da drüben, ne? Daher. Dartscheibe, Mann, Hintern fallen, Glas in den Kanal. Achso, Glas in den Kanal war nicht. Also, das könnten wir natürlich trotzdem machen. Dann müsste einer ein Glas nehmen, sie ablenken. Ich habe die Gabel schon mal. Und den Tisch. Ich finde sie ja nicht. Ja, sie geht nicht weiter, Musst du ausnehmen, musst du aufpassen, dass du nicht in den Typen gerätst. Ich dachte, du willst hoch und dir das Glas holen. Ach so. Ich bin nicht weit genug. Okay, er ist nicht. Ich hab's. Kannst du ja erstmal verstecken. So, falls wir hoffentlich finden wir ihn ja wieder. Ich hab's hier hingegangen. Ja, das sieht man, wenn man näher kommt, das Fragezeichen. Mhm. Brauch ich jetzt noch ein Glas? Geil. Oh nein, das ist Bierfass aufgemacht. Ja. Ich versuche jetzt. Okay, jetzt müssten wir den Typen. Einer müsste den Typen ablenken. Jetzt sieht sie mich, ne? Versuche hier runterzukommen. Nein! Nein, ich wurde rausgeholt. Feucht. Nein, ich will raus. Die Uhr mal neu starten. Wobei, merken wir uns das ungefähr. Ich hab's jetzt mir einfach weiterlaufen lassen, ein bisschen deppig. Wo bin ich? Warten kurz. Das okay, wollen wir erstmal die Dartscheibe vielleicht? Ja. Machen? Ah, shit, er ist ja komplett aggro. Ich hab aggro gezogen. Ich hab mich den Boss gepult. Nein, ich kann mich da nicht verstecken. Warum darf ich mich ja nicht verstecken? Achso, weil ich zu weit weg bin von dir. Nein, er pusht mich weg! Er pusht! Ich komm ja schon. Geh da runter. Ich komm doch nicht runter. Puh, okay. Aber alles ist wieder gut. Wo ist Ed? Was macht er jetzt? Wir warten kurz, dass er weggeht. So. Ja. Man kann doch rauszoomen. Na, jetzt kommt er zurück, ganz normal. Okay, was können wir mit dem Dart-Typen machen? Ihn erschrecken? Wir gehen da gleich mal gucken, wenn die da weg sind hier.
Er wirft. Ich weiß es. Jetzt hat er mich gesehen. Wir können ihm. Ich glaube, er setzt sich rückwärts hin. Gleich, oder? Ah, übrigens, ich weiß, wie wir da hinten reinkommen. Jetzt! Wir ziehen ihm den Stuhl weg. Es ist zu spät. Also, so geht okay. es. Okay, und ich habe rausgefunden, ne? Der Typ macht die Tür auf. Da können wir dann einfach rein. Okay. Oder man muss in der Kiste knallen. Okay. Wann? Nein, nicht, wenn er es hinguckt. Joscha, das war dumm. Jetzt sitzt er sicher nicht rückwärts hin. Ich habe am Anfang nicht aufgepasst, wann er sich. Sorry. Okay, er muss. Ich habe nicht gesehen, wann er sich hinsetzt. Ist der Rücken mal sehen, ob es. Jetzt macht er sich den Stuhl. Ja, normalerweise hätte er sich jetzt sofort hingesetzt. Das ist okay, ne? Setzt er sich auf. Warte. Jetzt zieh. Warum sieht er. Ich glaube, er hat dich jetzt gesehen, ne? Nee. Ich glaube, er. Okay. Okay, jetzt noch die Dartscheibe. Macht er das auch? Da kommen wir nicht ran, ne? Nee. Ich frage mich, ob man ihn wütend machen kann, dass er die kaputt macht oder so. Vielleicht. Ihn jedes Mal erschrickt, wenn er wirft, aber. Machst du das mit dieses Ringspiel? Ja, lass mal warten. Vielleicht spielt er gleich Dart. Vielleicht muss man ihn echt einfach erschrecken. Ich bin nicht da. Schade. Mal sehen, was er macht, wenn man nichts macht. Hallo. Ich vergesse manchmal, dass wir diesmal beobachtet werden können. Das klingt immer so, als würde er gleich einen Johnny Cash Song anstimmen. Oh nee, Dylan natürlich. Er hat vorhin schon Dart gespielt, oder spielt er nur Ringe? Ja, ich glaube, er hat auch schon Dart gespielt. Warum hat er nicht so eine rote Nase? Alter Mann. Warum kriegen alte Menschen rote Nasen? Was macht er jetzt? Sich wieder hinsetzen. Ja, Dart. Jetzt holt er sich die Pfeile. Er holt sich nur einen, okay. Erschrecken oder nicht? Mhm. Vor allem, wie soll so eine Dartscheibe einfach zerbrechen? Ach, er hat gesehen, wir klauen ihm die. Vielleicht Mutter Monika? Und dann? Dann ist er vielleicht frustriert. Okay. Ich würde übrigens mal, wenn gleich hier der Liefertyp wieder durchkommt, kann man ihm, glaube ich, einfach hier folgen. Weil er, guck mal, jetzt hier, komm mal her zu mir. Ja. Ich glaube, wenn wir das wissen, das stimmt. Ich glaube, weil die Tür blieb immer gerade offen. Können wir da zumindest schon mal das abchecken. Sorry, ich war zu aufdringlich. Man kann unten rumlaufen. Okay. Hast du nicht da auf die Gabel? Ja. Ja. Auf den Tisch. Ich decke meinen Tisch. Fast. Hier ist ein Teller. Den machen wir auch, ne? Ah ja, warte mal, man kann von oben decken. Ja. Vorsichtig. Pfeffer, Kerze und Messer. Okay. Das gibt es bestimmt alles oben, ne? Oh, was ist das hier? Weißt du aber noch nicht, wofür man es braucht? Ein Mülleimer. Guck mal, das hier stimmt. Na, das ist, wo du den Mob drin ausfüllen kannst. Ja, aber das meine ich erst im Mülleimer. Das ist ein Mülleimer. Da kriegt man auf den Mülleimer drauf. Container. Ich bin der König der Welt! Ah, jetzt kann ich dich ziehen. Kann man noch nicht. Vielleicht braucht man das später. Erstmal decken. Aber das ist sehr obvious, dass man da raufgehen kann. Kommen Sie in den Tisch decken. Essen ist gleich fertig. Tisch decken.
Außer kommt sie gar nicht. Okay, Kerze. Messer. Pfeffer da. Pfeffer. Hier. Das ist Messer, ich nehme mit Pfeffer. Dann warten wir hier drunter, bis sie weg ist. Ich glaube, sie ist gerade weg. Ja. Mhm. Aha. Tschüss. Ah, oh, das wird lecker, denn. Wir haben ein Date. Ich habe jetzt echt Hunger. Ich werde nach der Folge auf jeden Fall mir auch den Tisch decken. Ist es so ein bisschen. Ich müsste. Ach, Josh. Kannst du nicht dieses Zelt. Ja, die Susi und Strolch Folge. Szene als Referenz kurz zu haben. Das könnte dem nachempfunden sein, oder? Sehr gut. Kerze. Was fehlte noch? Kerze. Hab ich da nicht gesehen, oder? Oh, vielleicht bei den. War das bei den zwei auf dem Tisch, die dich. Vielleicht. Und was haben wir noch? Dartscheibe. Ach ja. Und das mit dem Glas. Und dann gab es ja noch ein Bonusziel, glaube ich, was kommt. Fuck, jetzt habe ich genau den Dings verpasst, um das auszuprobieren. Nee, ich brauche keine Kerze. Aber irgendjemand hat hier eine Kerze. Hier ist wieder ein zweiter Teller. Hast du den eigentlich? Haben wir das ja nicht komplett umgeguckt, ne? Oben könnte noch einer sein. Oh, weg. Ich gehe unter den Tisch. Nein. Tschüss. Jetzt komm wieder rein. Kannst du mir gar nichts. Ja, weil du mich hast. Ha! Ich habe gestern zum Thema Susi und Strolch eine der neuen Stranger Things Folgen gesehen. Also, ja, das Thema Filmreferenzen. Und ohne jetzt irgendwas zu spoilern oder so, es gibt eine Sequenz, die so krass einfach Episode 4 von Star Wars ist, quasi wirklich diese Eröffnung, wenn Darth Vader das quasi, wenn sie das Rebellenschiff boarden. Da ist die Kerze. Sehr gut. Komm, schnapp sie dir! Pass auf, wenn du hier runter gehst, das. Ja, geh mal unter den Tisch. Jetzt geh! Hehehe, ist perfekt, Verbrechen. Und es ist so krass einfach Episode 4 gewesen. Komm hier rein, schnell! Geil, dann haben wir das. Und hier sehe ich doch schon, dass hier schon wieder so ein dummes Schild ist. Traum. So decke ich den Tisch auf meistens. So, jetzt müssen wir die Dartscheibe hinkriegen. Naja. Was? Hier kommst du hin? Haha, tschüss. Hey! Ich bin doch, Komm schnell mit! Wer ist der? Gustav Ganz? Ja. Der fröhliche, glückliche. Das ist doch hier auch was. Jetzt versuchen wir ihm die Dings zu klauen. Ah, erschreckt. Ah, du willst ihn erschrecken, wenn der mit der Mundharmonika erschrecken vielleicht? Ja, exakt. Aber die krieg ich jetzt nicht mehr. Achso, ich komm nicht mehr genug. So, sorry. Er hat mich gesehen hier. Ja, ist jetzt schon aufmerksam. Okay, er muss sich erstmal wieder beruhigen. Vielleicht kommst du zu mir, wenn du kannst. Warte, ich komm in deine Richtung. Gib dir. Das treibt einem erstmal automatisch aus. Okay. Tschüss. So, jetzt chillen wir kurz, dass er erstmal wieder auf Position geht. So. Ja, er nervt nämlich. Oh, ich habe die ganze Zeit jetzt so ein Bob Dylan-Lied im Kopf. Weiß aber weder welches. Naja, er ist immer noch da oben zugegangen. Könnte uns von da spotten. Mal gucken, wenn er jetzt rechts oder links geht. Jetzt können wir, glaube ich. Fällt sich nur für dich. Ja! Wo ist denn seine. Ich glaube, die muntere Harmonika. Die noch. Kann ich ihn gleich erschrecken. Ah ja, okay. Das heißt, wir warten jetzt, bis er. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Was? Wie siehst du mich hier? Ist doch kacke.
Aber man kommt dann auch nicht mehr hier rein, ne? Er drängt einen voll ab. Penner. Oh shit, jetzt habe ich ihn leider. Lass uns erstmal noch um. Oder ist er? Ja, sehr gut. Findet er uns nicht. Du ihn wieder angelockt hast, ey. Ja, bin ich angelockt. Ja, ich stand da ganz safe. Wir waren jetzt hier 21, 22 Jahre bin ich alt. Tja, wäre in die Hose gegangen. Das Ding ist, er sieht uns immer, wenn er dann... Boah, er will jetzt echt unseren Tisch aufräumen. Das sieht er? Boah, aber das, die Quest ist aber erfüllt, oder? Ja. Sollen wir das mal wagen? Und so ganz vielleicht auf die andere Seite stellen. Oh ne, jetzt hat er gerade gespielt, ne? Ja. Stark! Yes! Richtig stark, die sind. Achtung, oben ist das die Zusatzaufgabe? Gieße dem kräftigen Mann den Eimer über den Kopf. Ich hab den Eimer, den habe ich schon einmal runtergegossen. Ah, okay, den habe ich nicht gesehen. Ich zeig ihn jetzt. Okay. Das heißt, wir müssen ihn da hinbringen. Ist ja nicht so schwer. Also er muss, guck, also genau, er muss... Hier, der Eimer. Ah, das ist auch schon. Das heißt, einer muss nach oben. Komm schnell mit, komm schnell mit. Ich komm, okay. Ich komm da allein nicht hin, glaube ich. Doch, ich bin ja hier unten. Kannst du ihn da hinlaufen? Ja. Aber gieß ihn über den Kopf, er ist ja gar nicht besser dann. Mach jetzt! Ja, ist ja nicht da, wo er hin muss. Ich weiß es schon mal. Geh mal weg jetzt. Genau, pack mal die daneben. Daneben. Yes. Okay. Jetzt versuchen wir ihn anzulocken. Ja, ist aber da ist doch kein Wasser drin in meinem, oder? Ach stimmt, jetzt soll er natürlich unten kommen, nicht oben. Hm? Geh mal in Deckung, vielleicht sieht er jetzt, dass die Tomate... Oh, sie liegt neben dem Ding. Ah ja, Tomate, da. Gieß okay ist in dem Fall. Sorry, Hand nicht gesehen. Die werden ganz hoch. Popo. Geil! Das Glas. Oh, das habe ich vergessen. Okay, das ist jetzt die Möglichkeit, weil er ist gerade woanders. Jeder von uns versucht einzunehmen. Das zerbricht halt sofort, ne? Ja, ich versuche es sehr abzulenken. Geh erstmal unten runter. Das ist ja ein ganz schön weiter Weg hier, ne? Oh ja, schnell unten runter. Und dann. Ich versuch jetzt. Warten kurz und dann. Geh raus, geh raus, geh raus. Oder? Ja, ja, versuch. Schnell, 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 schnell. Ja, So, der Kanal. Ach, hier irgendwo ein Stück weiter runter? Ah, hier kann man jetzt aufmachen. Nice! Hier, oh, nicht Kanal. Kaputt machen, ja, nicht kaputt machen. Hier, da wo die Lücke ist. Ja. Yes! Ah, wie komme ich jetzt zurück? Ich komme mit runter. Sonst geht das nicht. Jetzt müssen wir hinten im Garten bestimmt weiter. Ah. Das hat so eine gewisse Trägheit, ne? Finde ich. Das ist geil. Beim Schwimmen. Was ist eigentlich mit dem Schnulli hier? Den aufsetzen? Ich hab ihn an. Ich bin jetzt die mit dem Schnulli. Klingst du anders als vorher? Ja, ne, ist gleich, ne? Nö, ich klinge ein bisschen anders. Das ist schon ein bisschen gedämpfter, oder? Es geht garantiert hier drin weiter, ne? Oh, ist nicht ja, da. Wir wissen auch schon wo.
War da eine Tür? Ich glaube, hinten kann man jetzt raus, geht ihr dann immer erst auf. Warte nicht zu nah ran. Nein! Ich hänge zwischen ihnen fest. Lass mein Gänserich in Ruhe. Die hängen ein bisschen ans Wetter. Nein! Okay, ich komm auch zu dir. Mission Abbruch! 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 Okay, er soll nach da hinten gehen, seinen Pfeffer holen. Es ist so charmant! Bist du hochnäsig über beide so schnell? Schnell ins nächste. Warten wir, dass er vorbeiläuft. Ja. Ach, schön. Gut, dass wir das nachgeguckt haben. Wir haben so ein bisschen, wir haben neulich so eine Liste gemacht mit ein paar Indie-Games. So ein bisschen die Klassiker, die uns hier auf dem Kanal fehlen. Das ist immer, wenn wir jetzt sagen, wir haben irgendwie noch. Es gibt gerade nichts Aktuelles, was wir spielen können. Lass mal einen richtigen Klassiker nach, wo der irgendwie dabei sein sollte. Daher gehört Untitled Goose Game natürlich dazu. Jetzt ist hier offen. Aber das dann wegwirft. Ja, smart. Shortcut. Und wenn ihr Ideen habt, was noch auf diese Liste könnte oder sollte, sagt uns gerne Bescheid. Also nichts, was wir irgendwie jetzt dann natürlich übermorgen spielen würden, aber es ist einfach Smallville. Ja, es ist Smallville. Schnell. Da steht unter anderem sowas, so Sachen drauf wie, ja? Undertale. Was klaut die Miniaturglocke? Ist nur eine Aufgabe? Ja. Das können wir ja dann gerade mal machen. Ach, hier, guck mal, hier sind noch die ganzen Blumen. Das ist wirklich exakt das gleiche in klein. Okay, bei dir. Okay, warte. Hier ist der Briefkasten. Es gibt also wirklich einen Briefkasten für die Post. Oh, das ist bestimmt ein Achievement, dass man die Post wegbringt. Oh, das muss ich machen. Ist ja quasi reversed. Kommt man hier durch? Ja. Geil. Aber welche Stadt baut denn exakt nochmal ihre eigene Stadt als Miniaturvariante auf? Okay, wie kommen wir da hin? Gott, Mann, ist echt kaputt. Ist ja mies. Ja. Sandrock Castle. Kann man hier andere Ecken? Zieh! Du musst mitziehen. Ziehen. Ich kann nicht ziehen. Weiterziehen. Ich kann nicht ziehen. Doch, jetzt. Jetzt kann ich ziehen. Du hast eben auch schon gezogen. Los! Schau die Glocke. Ha! Was machst du damit? Also nicht mit mir. Bin ich? Eine neue Aufgabe. Und trage sie den ganzen Weg zurück nach Hause. Okay, das müssen wir jetzt. Ich glaube, jetzt. Komisch, wenn wir es nicht machen. Nach Hause ist der Anfang des ganzen Dings. Da, wo wir los sind? Okay. Aber wir haben ja ein paar Shortcuts. Wir haben doch letzte Folge schon festgestellt, wenn wir in der Einstellung in den Kanal jumpen. Ah, okay. Wenn ich langsam laufe, hört man mich nicht. Das heißt, ich locke gleich viele Leute an, wahrscheinlich. Locke. Ich will die Post wegbringen. Eine goldene Glocke, also wie ich wissen, eine goldene Blume. Oder meint die mit nach Hause hier drin? Nee, meine ich schon. Nee, den ganzen, also so wie es jetzt schon steht, und den ganzen Weg zurück. Ja, ich will mal gucken, was hier ist. Im Miniaturland. Nichts, okay. Boah, mal wieder Legoland, ey. Legoland. Du könntest den Brief mitnehmen, dann könntest du ihn mitnehmen. Ich hab meine Blumen. Ist hier noch irgendwas Cooles? Nee. Ich war immer im Legoland in Dänemark. Das ist der Hammer. Ich arbeite an einem Lego Game, das ist auch der Hammer. Das ist natürlich geil. Aber ist das. Ist, okay, Jenny, Game Pitch? Ja. Einsatz? Lego Park Manager? Legoland Manager? Ich hab einen Pitch versaut. Also halt ein Aufbau-Management-Spiel, nur dass du halt nicht Freizeitpark aufbaust, sondern baust Legoland auf. Und neben dem quasi Management-Park, so wie in, weiß ich nicht, Zoo Tycoon, Rollercoaster Tycoon. Rollercoaster Tycoon ist ja quasi der Catch, dass du die Achterbahn baust und im Legoland-Manager baust du die einzelnen Lego Varianten dann quasi mit Lego-Steinen. Das wäre cool, aber das ist nicht das Spiel, an dem ich arbeite. Ja, aber ich habe dir gerade ein neues Spiel gepitcht. Können wir das machen? Ja, aber ich dachte, wir reden über das Spiel, was an dem ich gerade arbeite. Nein, ich habe dir gerade eine Million Dollar Game-Idee gepitcht. Soll ich mal fragen, ob wir das machen sollen?
cancelst es so ab. Ja, ich mach dir das. Warum komme ich da gerade nicht durch dieses Tor dann durch? Ich muss hier was abgeschossen davor. Boah, jetzt müssen wir uns hier echt durchsneaken, oder? Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich hier durchlaufe? Kriege ich eine rote. Schade. Okay, ich renne jetzt mal nicht, weil die Glocke sonst bimmelt. Ich werde dann Ablenkungskommando sein. Boah. Sie sieht mich, ich muss rein. Oh, sie wollen alle wollen ihre Glocke! Die Musik ist so geil, oder? So dynamisch. Das ist gar nicht so einfach. Du kannst sie ja nicht nach hier locken. Du musst sie nach die andere, in die andere Richtung locken. Na, ich bin nicht vorbeikommen. Kisch! Husch! Warte, jetzt bleib da, wo du bist. Dann mach ich mich den Bogen unten rum. Warte. Nimm den Brief mit. Der liegt da. Sehr gut. Das sind jetzt die Leute, die wir uns lassen, oder? Wenn es der Anfang gemeint war, dann glaube ich, müsste man da zum Picknick. Ja, bimmeln. Hör, hier ist auch irgendwas im Brunnen. Oh, das habe ich vorhin im Miniatur Wunderland gesehen. Kann man da nicht kurz. Kann man da irgendwie was dran machen? Nee, noch nicht. Sieht aber so. Ach, hier? Ach, hier kann man auch noch nicht durch. Ist ja auch ein Schloss vor. Guck mal, da ist ein Coin. Also komm, sag mir mal nicht, dass man den Coin nicht in den Brunnen werfen soll. Wo ist ein Coin? Hier. Ach, Coin. Ich hab Koi. Wo zur Hölle sieht sich diesen Fisch? Was ist denn, wenn wir hier runterlatschen? Hätten wir mal besser aufgepasst, als wir in der Miniaturvariante waren. Ah, hier ist auch noch zu. Das ist nicht sicht, das ist sehr gemein. Das heißt, wir kommen hier, glaube ich, nicht raus. Hm? Wir müssen echt den langen Weg laufen. Später ist doch der Brunnen abgedeckt. Ich meine, da stand halt nicht ohne Grund wahrscheinlich. Und den ganzen Weg zurück. Das ist richtig hier, ne? Hier sind jetzt bestimmt ein paar Nachbars. Oh ja. Ich darf nicht läuten. Sie haben es repariert. Nein. Ach was? Bin oben. Müssen wir zu ihm zurück? Müssen wir rüber, oder? Oder können wir hier... Das ist wieder kaputt. Kommt man jetzt hier durch? Nee, du musst die Schublade kaputt machen. Zieh. Und dann nimm den Brief mit. Kackbrief, ey. Aua. Für den König! Wie für den König? Ja, ich wette, den kann man austragen, das ist natürlich fein. Ja, aber er war ja schon da, ich hab ihn ja geklaut. Warte mal, hier waren wir doch mal durchgekommen, oder? Ja, du kannst es abreißen, oder? Guck mal, wenn du mich bückst. Nee. Ich krieg's jetzt einen neuen Weg. Oh nein! Ich werde jetzt gecatcht, ne? Oh, ob hier ein Weg ist. Jetzt kommen wir. Hä? Warte mal, hier sind wir gerade vorbeigelaufen, oder? Nee, ist, nee, ist richtig. Ah, hier muss er. Okay. Die Musik, ey, großartig. Lang oder hoch? Hier kommen wir her. Vielleicht kann man aber auch oben jetzt lang. Ah, ja, nee, stimmt. Wir kamen von hier und sind dann hoch und da rein. Das ist gewesen, ja. Und jetzt kommt diese Einkaufsstraße. Ich will nicht die ganze Zeit wimmeln. Hier ist der Brief. Ich hab den Brief vergessen. Ich glaube, wir müssen den Brief ins Miniaturland austragen. Guck mal, weil wir kommen hier gar nicht ran. Ja. Puh, Glück. Weißt du, wo der Brief liegt? Bei ihm irgendwo oder bei ihr. Okay, sie darf ihn nicht sehen. Du musst sie ablenken. Over. Over. Ja, wir können einfach durchrennen, sonst holen wir uns quasi die Glocke an den. Kann man den gleich wieder abnehmen.
Es geht aber auch nur, weil wir zu zweit sind. Sonst alleine würde es nicht gehen. Doch, du kannst ihn ja aber, glaube ich, wieder aus der Hand schlagen, ne? So, einmal erschrocken. Ah! Also klar, es ist auf jeden Fall einfacher zu zweit. Komm, egal. Ist auch hier der Bagage hinterher. Hallo! Entschuldigung, lass dich da durch. Hilfe! Komm nicht mehr durch! Ist so süß! Ist der Garten noch offen? Oh ne, er steht da so. Nein! Hilfe! Schnell, 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 schnell! Renn! Kann ich ein bisschen zumachen? Oh, ich hab's wirklich zu. Hilfe! Nein, 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 nein! Ich will den Teich. LOL! Was? Im Leben nicht. Ja, jetzt hat er keinen Bock. Aber er hat sein Rechen gefunden. So rächt es sich. Nope. Er kam irgendwo aus dem. Ich glaube unten rechts. Wieso können die so schnell. Oh, ich häng irgendwo fest. Oder? Und ich bin hier? Nee. Von hier, ne? Ja, hier. Oder von da. Ja, 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 ist so groß. Ja. Boah, das ist jetzt schon auf dem Zeiger. Das ist ein Fahrrad. Was ist denn goldene Bimmel? Klingel mal. Geil. Das ist ja herrlich. Nein! Wie geil. Plot Twist. Oh. Ich glaube, Tatsache, es gibt noch mehr nach den Credits. Man kann bestimmt ein bisschen. Also, da ich glaub, waren ja noch ein paar abgesperrte Sachen. Es gibt ja noch bestimmt. Ich würde sagen, das war das Main Game. Ja, und dann gibt es noch Extras. Und es gibt bestimmt die Möglichkeit, dass man dann so kleine Achievements und Spezialsachen noch irgendwie macht. Es gibt, glaube ich, World Extras. Mhm. Ich habe das vor tausenden Jahren ja mal ein bisschen als Let's Play gesehen, deswegen erinnere ich mich, dass danach was kommt. Das, wie alt ist das? Ich kann mich da an nichts mehr erinnern. 3-4 Jahre. Länger. Aber ja, das begreifen wir das mal als Spielende auf jeden Fall. Ich finde das nur eine, ja, stimmt auch. Unterstützung von Victoria State Government aus Australien. Kleines, feines Team, sehr, sehr schönes Game. Mir ist ja gut gefallen. Finde es so für zwischendurch mal, um das so einzustreuen, genau die richtige Länge auch irgendwie gewesen. Haben wir jetzt in einem Rutsch durchgespielt? Vielleicht was war es? 2019 kam es raus. Echt schon. Doch so kurz, ja. Als älter in Erinnerung. Du bist schon 22. Shit. In jedem Fall. Okay, hier steht 3 Stunden ist das Main-Spiel. Und 6 aber 100%. Ich wollte ja nur sagen, dass da noch viel drin steckt. Du hast mich ja die ganze Zeit nicht reden lassen. Und du hast mir jetzt mein Fazit kaputt gemacht. Aber ich wollte noch danach, also wir beenden das, aber ich möchte dann noch in die Liste gucken, was noch so käme. Mhm. Um zu zeigen, dass dann auf, also hier steht auch, wann es rauskommt. Sehr gut. Ja, da geht bestimmt noch ein bisschen mehr, aber ich würde sagen, das war jetzt unser kleines Untitled Goose-Game. Let's Play, wahrscheinlich, wenn man jetzt. Geht's wieder von vorne los, oder? Stand da mal. Oh, es gibt noch ganz okay, viele. Es gibt Bonusaufgaben. Okay, einmal nur gucken, vielleicht. Ja, das wollte ich ja zeigen. Okay, krass. Sperre den Gärtner aus dem. Garten aus, das geht. Kohlpicknick. Stell den Jungen ein Bein. Ist das denn die Pfütze? Bring die Wagen im Laden zum Klingeln. Öffne einen Regensturm im Fernsehladen, geil. Bring jemanden aus einem anderen Bereich als der Hauptstraße dazu, eigene Sachen zurückzukaufen. Boah. Naja, musst du einen ab, irgendwas dahin legen, ja, und dann. Ich glaube, das sind jetzt Aufgaben, die teilweise die Welt. Ah, an die Blumen. Sammel 5 Blumen. Da konnte ich mich erinnern, irgendwie, dass es ja diese Tulpen und Rosen. Ah, ja, stimmt. Ja, es gibt ja diese eine Rose, haben wir gesehen. Ja, er es hat ja auch die gelbe am Anfang, genau. Ja. Ich habe genau die gelbe habe ich gerade auch rumgetragen am Ende. Okay, es gibt, sagen wir mal, es gibt eine Menge zusätzliche Aufgaben. Und zwar fast eigentlich genauso viele. Was? Aufgaben. Schnell! Ah, zurücksetzen, um das zu probieren. Ah. Ja, da muss man ein Tempo machen.
Finale. Hier alle Aufgaben auf der Liste. Gott. Okay, das heißt, es gibt quasi das Main Game und jetzt gibt es nochmal die Spezialaufgaben. Ich vermute, dass viele von den Aufgaben quasi voraussetzen, dass man dann eben die Welten miteinander verknüpft hat, ja. Ja. Und ich finde, es ist halt clever, weil wir ja immer scheinbar diese Glocken klauen. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich noch total. Wir sind ja nicht zurückgesetzt, sondern wir. Absolute Glocken-Moves eigentlich. Wir machen halt einfach dasselbe schon seit jeher und die wissen das auch schon. Deswegen mögen sie uns nicht. Ja. Aber ich finde es spannend, dass im Endeffekt das Aftergame so lang ist wie das Main-Game. Ja, also vielleicht haben wir darauf ja auch noch Bock, wenn ihr darauf Bock habt. Aber zumindest unsere Session für heute, würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Ja. Und haben auf jeden Fall ein rundes Spiel. Man kann Ende draufschreiben. Ja, ich dachte, wir zum Schluss. Ich bin schließlich der Mann. Ja! Ich muss schnell weg, liebe Leute. Macht's gut. Das war Untitled Goose Game. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt. Von Jenny fliehen. Oh, Alkohol. Dein einziger Stecher. Tschüss.